Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Struggle Play. Ich bin wieder da. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe es geht euch gut. Und ihr habt die Feiertage gut überstanden. Ja, wir spielen heute weiter mit Monster Hunter Rise. Ich hoffe es funktioniert jetzt auch alles. Sieht schon mal gut aus. Mit dem Sound. Mal gucken. Ihr sagt bitte, also ihr meldet euch bitte, wenn mit dem Sound irgendwas nicht stimmt, so laut oder so. Also ihr wisst schon. Baby in Silvek! Die sind immer noch da. Ich bin weg. Hey Gideon, schön, dass du zuschaust. Und hey Vanille Butter. Schön, dass du auch wieder zuschaust. Wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Und hallo Solwälder. Schön, dass du auch zuschaust. Ja. Ich habe bei Dream, beziehungsweise mit Dream, eine Multiplayer-Quest gespielt. Und die hat dann leider eine Sequenz getriggert. Und jetzt käme der Endboss wieder da. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wohlbehalten zurück. Wie gesagt, es war sehr lustig. Aber ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder daheim bin. Und ich habe euch vermisst. Ich habe das echt vermisst, zu streamen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so vermissen werde. Auch, ne? Ich habe euch vermisst. Habt ihr mich auch vermisst? Gewartet. Was gewartet? Ja, genau. Und dann käme, glaube ich, jetzt der Endboss, Narva, so wie ich das verstanden habe, in der Story. Und dann habe ich das gesagt, das würde ich jetzt ungern ohne meine Community machen. Und dann haben wir im Endeffekt gar nicht viel Monster Hunter gespielt. Hab mich schon gefreut, wieder gemeinsam zu sagen, ja, ich mich auch. Ihr dürft gerne auch wieder reinkommen, wenn ihr möchtet. Ah, genau, die Jägerin, die ich sehen wollte. Warum? Na, diese Tage erledigst du Quests schneller als nur eine Schachtel Dango. Das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Also im Namen der restlichen Dorfbewohner gebe ich dir als Dank einen Kamura-Schein. Nur nicht nachlassen, Frischling. Ja, was macht man nochmal mit denen? Ja, und ich gehe auch gleich zu meinen Buddies. Weil mir nämlich extrem die Kräuter ausgegangen sind. Und deshalb lasse ich. Kann ich bald Pause machen? Natürlich! Du kannst immer Pause machen, wenn du möchtest. Und die lasse ich jetzt Kräuter sammeln, aber die haben noch nichts. Noch nichts gesammelt. Und ich glaube, bei wem habe ich das gesehen? Nee, so nicht. Hier rufe ich hier die Karte auf, so auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich die Karte aufrufe. Ich glaube, bei Adrian war das, dass der einfach über die Karte in die verschiedenen Gebiete konnte. Ruckelt das Bild nur bei mir so. Hallo Adrian, schön, dass du zuschaust. Ich hoffe es. Ah, ja, da bin ich wieder. Gut, dass du da bist, Adrian. Wie rufe ich die Karte auf? Gerade habe ich es von dir. Hat mich schon gefreut. Ich habe dich überlesen, Adrian, schon wieder, ne? Bei mir hängt es. Oh nein. Karte minus gedrückt halten. Okay. Das ist aber nicht schön. Warum hängt es denn bei euch? Und jetzt? Ah, da. Aha. Ich hoffe, dass sich das fängt. Drück mal Plus. So, Plus. Bei mir auch, aber da keine Frames verloren gehen, liegt es eventuell an Twitch. Nee, Tatsache, mein Internet schwankt zwischen Rot und Orange. Muss aber auch gerade mal schauen. Er hat den richtigen, eigentlich. Eigentlich hat er das gute O2-Internet. Oder was sagt OBS? OBS sagt Rot. Leider. Wo will ich denn jetzt hin? Versammlungsstätte will ich gehen. Tada! Das habe ich noch nie gemacht. So, drück mal Plus. Ich drücke Plus. Und jetzt? Also das O2-Internet sollte mich jetzt nicht auch noch im Stich lassen. Durch das Dorf bewegen.
Aber wieso ist da immer ein Ausrufezeichen dran? Was will es hier? Also die, nee. Oh, wusste nicht, dass es einen direkten Shortcut für die Karte gibt. Ich gehe immer übers Menü in die Karte. Seht ihr, wir lernen hier alle noch was. Ja, wie sieht's aus? Möchtet ihr mitspielen? Ansonsten mache ich noch eine billige Quest, die ich vielleicht auch alleine schaffe. Wie ist es denn bei den Event-Quests? Da kommen auch keine neuen, oder wie? Hat eine Kriege. Stufe 3. Stufe 3 Quest. Ja, Sache. Man lernt nie auf. Echt so. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass es überhaupt geht. Ich brauche mehr Tränke, Leute. Ich brauche einfach mehr. Und Dream hat mir auch die Route gesagt. Mit der man Geld farmen kann, also die Erze abfarmen. Aber das kann ich mir nicht merken. Wir sind das bestimmt 10-mal abgelaufen, aber das kann ich mir nicht merken. So, pass auf, wir brauchen ein paar mehr. Dann hoffe ich, dass die Katzen mehr Sachen finden. Ich dann zur nächsten Quest gehe. Ausrufezeichen heißt, dass da jemand mit dir sprechen möchte. Okay, also bin ich mal gerne dabei. Ja, dann komm rein. Komm rein. Theoretisch habe ich schon alles aktualisiert. Theoretisch. Dein Internet ist heute wirklich nicht so gut, was? Wenn ihr das sagt. Jetzt ist es grün. Na, jetzt ist es gelb. Jetzt ist es rot. Es wechselt. Es wechselt gerade schön durch. Ich hatte mega Probleme, Adrian, mit dem Internet immer bei Vodafone. Also habe ich mir extra so ein Giga, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Giga-Cube ist oder irgendein anderes Ding von O2, wie man das nennt, angeschafft. Und damit war mein Internet jetzt eigentlich immer recht gut. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt auch nicht mehr gut ist. Ich hoffe, die bauen nicht irgendwas an der Straße wieder. Das wäre nämlich nicht so gut. Aber ja, Tatsache jetzt. Wo ich auf meinem Kontrollbildschirm gucke, der hängt auch ganz schön hinterher. Das ist ja blöd. Das ist ja mega blöd. Es ist die Wechsel. Was? In den Wechseljahren, okay. Welche Stufe 67? Dann würde ich sagen, ich glaube, da wäre noch eine, genau. Unterirdische Unruhe. Die würde ich vielleicht noch machen. Ich glaube, ich hatte noch gar nie einen Diablos. Der Metzel. Ich weiß gar nicht, was der kann, was der nicht kann. Lass mal gucken. Warte, wir gucken. Ich würde mich anschließen. Dann komm rein. Komm gerne rein. Dann wird Narva vielleicht auch nicht so schwer. Warte, Wanze. Warten wir ja bloß. Nein, da habe ich noch nicht wirklich Infos. Tyrann der Wüste. Ein Pflanzenfresser und er ernährt sich hauptsächlich von Kakteen, nicht? Okay. Ja, Adrian, komm rein. Ich glaube auch, der hatte nicht wirklich ein Element, oder? Mail, was hast du gegessen? Das ist ja so im Kreis drin. So, dann nehmen wir das Übliche.
So. Kann man denn so schnell rennen? Da renne ich irgendwie gar nicht. Benzi, Lord, Jojo, was geht? Schön, dass du wieder reinschaust. Geht Monster Hunter. Und bei dir? Ich muss mal noch so einen halben Meter nach rechts. Damit ich wieder in der Kamera... Um Gottes Willen, was machst du denn? Hosen schnell durchwechseln. Das sieht ja auch seltsam aus. Benzi Lord, hast du jetzt Pfingstferien? Oder habt ihr das gar keine gekriegt? Mir gefällt dieser Stab echt. Der Katzenstab, der sieht sehr schön aus. Adrian auch schon Level 30. Ich hinke echt hinterher. Was ist mit dir? Hast draußen im Feld viele Erfahrungen gesammelt, was? Johoho, bewahre dir deinen Wissensdurst. Eine Jägerin hat niemals ausgelernt. Adrian! Komm rein! Hab jetzt mehr oder weniger eine Woche frei, muss aber viel nachholen. Was machst du eigentlich beruflich? Hast du Urlaub? Ich habe jetzt diese Woche noch Urlaub. Das Ding ist, ich arbeite nicht mehr so viel, weil ich chronisch krank bin. Ich habe aber Physiotherapeutin gelernt. Und da arbeite ich noch ein bisschen. Und ansonsten mache ich gerade Commissions. Also zeichne für Leute, die zum Beispiel Emotes brauchen bei Twitch oder so. Aber ja, an für sich ist mit Arbeiten bei mir gerade leider nicht mehr so viel drin. Und da muss ich zum Beispiel jetzt diese Woche auch wieder an ein paar Ärzte abklappern. Deswegen, was für eine chronische Krankheit. Ich habe den Tinnitus seit 2 Jahren. Wegen dem ich leider auch mein Studium schmeißen musste. Ich habe ja Game Design studiert. Bisschen zeichnen hört sich aber nice an. Ja! Ja, ich habe aber gerade leider wieder weniger Aufträge. Also wenn ihr irgendwas braucht, ich habe gerade wieder ein bisschen mehr Puffer. Okay, Adrian ist fertig. Dann gehen wir mal los. Was kostet es denn? Das kommt drauf an, was du möchtest. Was und in welchem Stil. Also eigentlich nehme ich gerade so zwischen 15 und 30 Euro pro Stunde. Aber wie gesagt, je nachdem, was es ist und wie aufwendig das ist. Ich deckel das dann meistens, dass ich sage, okay, ich vermute, dafür brauche ich so und so lange und mehr werde ich dann auf jeden Fall nicht berichten. Wenn 10 bis 30 Euro ist ein krass Spanier. Ich weiß. Aber es kommt halt, wie gesagt, immer drauf an. Wo laufe ich denn hin? Also zum Beispiel, ich nehme jetzt halt Emotes. Bei guten Freunden zeichne ich Emotes zum Beispiel für 15 Euro. Weil da sage ich halt auch, okay, die sind so klein. Hätte vielleicht auch zum zweiten Lager können, oder? Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Und ja, da sitze ich vermutlich länger als eine Stunde dran sogar, aber ja,
dadurch, dass die halt echt so klein sind und dass die Leute halt dann auch mehrere bestellen, ist das dann ein bisschen günstiger. Hey, hey Karte, wie geht's? Da war jetzt echt noch ein Fragezeichen auf der Map, oder? Ich habe übrigens eine neue Giftwaffe, falls ihr das bemerkt habt. Die wunderbar nicht funktioniert. Und das Vieh ist doch groß genug, um es zu treffen. Ich hätte gerne mein Profilbild bzw. meinen Kanalbein ein bisschen professioneller. Ich habe dafür eine Stunde gebraucht. Streamst du denn jetzt auch? Dann muss ich da mal vorbeischauen. Also wenn du möchtest. Wenn du möchtest, können wir uns das sehr gerne mal angucken. Lass mich jetzt nur kurz ein bisschen hier konzentrieren, weil ich kenne leider dieses Angriffsmuster noch nicht wirklich. Okay, jetzt pudelt er jetzt rein. Da kommt er wieder raus. Wie lieb's? Hat er bei dir auch Nachtgefühl? Nein! Nein, hat der nicht. Ich hab doch gesagt, der wird mir nie was tun. Alles gut. Er hat mich trotzdem leider 2 Nächte lang wach gehalten. Weil er furchtbar schnarcht. Ich habe ihn sehr, sehr lieb. Aber wäre ich noch eine Nacht länger geblieben, dann hätte ich ihn, glaube ich, im Schlaf erwürgt, weil ich echt kein Auge zugetan habe. Dann ist ja alles gut, ja. Hey, du weißt, stream ich ab und zu. Hast du mir vielleicht eine Mailadresse, an die ich das Ganze schicken könnte? Ich kann ja mal bei dir reingucken. Schreib mir doch. Nein, Moment. Warte. Wir reden gleich, ich muss mich gerade hier ein bisschen konzentrieren. Ich kann dir per PN meine Mailadresse schreiben. Dann nachher. Oh no, yeah. Wollte gestern mit Zena die Flugtickets kaufen, aber ihre Kreditkarte ging nicht. Was? Sonst hätten wir jetzt die Tickets für Juni den 20. bis Juli den 27. Das ist ja blöd. Warum hast du dann nicht deine genommen, Karte? Aber immerhin gibt es dann schon mal Aussicht auf Flugtickets. Das ist doch gut. Die Schnetzli hier vielleicht noch? Nein, nee, die sind alle. Okay, dann nicht. Dann nicht, wo läuft der hin? Ich habe nur Bank. Das ist keine Kreditkarte. Aber der Plan war eh, dass sie die kauft und ich ihr das in Euro wiedergebe. Dann hat sie Euro für den Urlaub. Das ist auch sinnvoll, ja, aber. Aber erstmal sollte sie halt herkommen. Autsch. Zielen. Yeah. Es gibt mich doch noch so ein kleines Profil-Ding um. Ich hab zu wenig Reichweite. Für die Tipps. Ah.
total falsche Richtung. Ja, ich war auch richtig traurig, deswegen. Aber sie meinte, das geht in den nächsten paar Tagen, okay. Hoffentlich. Fuck. Danke. Das war sehr schön. Das war nicht so schön. Ach, Leute. Reicht gut. Was hat der eigentlich im Gesicht? Dieser schwarze Rauch, was ist das? Bei Final Fantasy sehen die immer so aus. Oh nein! Adrian! Was machst du? Ja, bei Final Fantasy sehen die immer so aus, wenn die blind sind, aber ich glaube, der ist... Ja, guck dir ein. Das habe ich die geblendet. Die wollte es nicht. Oh, die hat sich ja auch nie gekannt. Der wieder kam. Ich habe übrigens immer Ohrstöpsel drinnen. Ich habe das Gefühl, das bringt gar nichts. Ja, ich wollte eigentlich wollte ich die Pflanze nehmen. Ich war hinter dem. In Hitboxen stimmt ja auch irgendwas nicht. Ist die Blume weg? Ich komm. Ich bin nur ein bisschen langsam. Das ist echt kein guter Gegner für Schild und Schwert. Komm! Ich kann einfach nicht treffen. Ja, nicht mal mit dem sein können. Ja.
Die Halbblasen sind echt nicht schlecht. Leider macht meine Katze. Nein! Adrian! Dürfen wir nicht mehr sterben, Leute. Wieder da! Hallo, Walking Barbe! Ich bin wieder da, ja. Wie war der Urlaub? Es war sehr, sehr lustig, aber es war auch extrem anstrengend. Also die Fahrt war... Da war schon heftig. Der Rückweg ging sogar, aber auf der Hinfahrt hatte ich so viel Stau. Ja, das war richtig ätzend. Da habe ich halt dann doch gemerkt, dass ich nicht 100% fit bin einfach. Also mein Start ist nicht mein Tag. Oh Scheiße, Scheiße, Scheiße. Geh weg mit mir. Alles gut, Adrian. Dann bin es halt einmal nicht ich. Das ist auch nicht so schlimm. Wie weit bist du denn gefahren? Also ich bin ja Etappen gefahren. Ich bin erst nach Bayern. Nach Würzburg zu meiner Schwester. Ich glaube, irgendwas brauche ich von denen auch noch. Und dann bin ich weiter nach Elsfleth zu Dream. Und zu meiner Schwester sind es so ungefähr 300 Kilometer. Und zu Dream sind es dann noch knapp 700, glaube ich, nochmal. Also ja, nicht so angenehm. Gut gemacht. Ja, doch, Bale gefällt mir auch. Hallo Mara, hallo Pablo. How are you, Pablo? I hope you're good. Ja, aber das Thorax, das ist neu, weil den haben wir das erste Mal. So, und dann waren hier, glaube ich, noch Weibern Edelstein. Hm? Nur Knochen. Der liegt jetzt da drauf, oder da? Die Sause ist die Katze, ist die aus einem schwebenden Teppich? Wo ist sie? Wo ist sie? Das ist eine Wolke, ne, die andere. Da glaube ich auf einem schwebenden Teppich. Wenn ihr schon da seid, bräuchte irgendwie noch ein paar kleine Monster. Hättest du ja auf ein Bier vorbeikommen können. Ja, hätte ich gewusst, wo du wohnst. Aber vielleicht das nächste Mal. Ich war bestimmt meine Schwester noch ein paar Mal besuchen. Können wir gerne machen. Finally killing the beast after 1 hour of sword slashing. Yeah. Half an hour, Pablo. Half an hour, okay. We're getting better. We're getting there. So. Vorrang ist Monster. 3 Monsterteile. Und was irgendwas gesammelt habe ich auch. Das machen wir gleich nochmal. Dann würde ich jetzt Narva machen in dem Fall. Lange Göttin des Donners. Hört sich schon echt geil an. Und ich habe keine Donnerrüstung. By the way. Willkommen zurück. Hallo, Dorothea. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Hätte ich gewusst, wo du hinfährst. Ja, hätte ich gewusst, wo du wohnst. Wie gesagt, nächstes Mal. Das war ja nicht das letzte Mal, dass ich irgendwo hinfahre.
So, ich vermute mal die Donnerschlange nach Donner. Gehe ich richtig in die Annahme? Ich bin echt gespannt, ob wir die hinkriegen. Wir können jetzt die Schulter auf ewig aufeinander schieben, ja. Am besten machen wir das. Alles bestens und bei dir. Ja, ich bin ein bisschen müde. Und immer noch. Ja, immer noch ein bisschen fertig von der Fahrt. Irgendwie brauche ich echt lange Erholung. Da guckt euch die Katze an. Einfach auf dem fliegenden Teppich. Die ist echt voll. Was ist das für eine Rüstung? Da liegt ja tatsächlich was drin. Guck mal. Seht ihr das? Was blau ist. Ein Buch oder so. Und da echt ein paar Sachen reingelegt. Ein paar Decke mit irgendwas drin. Fertig! Dann habt ihr Boss. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird nicht so knapp wie bei Ibushi. Endlich, die Chance, dieses elende Unheil zu beenden, ist in Reichweite. Du musst die Donnerschlange Narva endgültig bezwingen. Stolz Kamuras, auf zum Sieg. Ich warte mit dem Rest deiner Familie auf deine Rückkehr. Ich hab eine Familie. Korallenpalast. Herrin der Blitze, Donnerschlange, Narva. Narva ist easy, sagt Andorzia, okay. Dann mal gucken, ob die für mich auch so easy ist. Oh, da ist sie ja schon. Wie ist die große Monsterkreis jetzt? Gibt hier irgendwie eine Taktik? Oder haben wir halt drauf? Nicht bei sie. Ja! Die Donnerringe macht sie. Man da hoch. Ah. Gott. Gott. Ja, okay. War das nicht gedacht. Mach doch was. Easy, ich treffe die nicht mal.
Aber okay, ich muss wohl schon auf die Steine drauf. Oder? Ah! Soll ich da den drüber? Den Seilkäfer, oder? Du hast hier die nicht mitgenommen. Nee, hab ich nicht. Ich hab die nicht gesehen. Waren da welche? Aber brauche ich ja nicht. Und du hast ja gesagt, das ist easy. Sophie, dazu? Dafür habe ich jetzt die Chance, die Elite mitzunehmen. Wie easy! Bringen die Irlitze denn so viel? Einen komischen Bauch. Kommt der wieder? So. Und wenn man da drüber hüpft, dann kann man die ein bisschen hauen. Okay. Check. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So wie eine Katze, ich streiche mir den Bauch. Okay, und hier trifft einer. Sehr schön. Die hat einen Mund im Mund. Ich hab sie vergiftet. Das ist wie so ein Alien. Nein! Nicht will! Okay, noch ein Versuch. An dort, ja. Und dann. Au. Dachte ich, oh, jetzt bin ich voll gut ausgewichen. Das hat ja voll gut geklappt. Was war das? Wo kommt jetzt auf einmal die Balliste her, bitte? Aus dem Nichts. Ah! Gottes Willen. Yeah. War das denn? War das was Gutes? War das was Schlechtes? Ich check hier gar nicht mehr, was passiert. Adrian hat das gleiche Problem wie ich, weil mit den Doppelklingen kommt sie nicht so gut dran als Monster. Hey. Ich weiß
hier nicht. Bleib mal auch nicht lange nicht da. Ach komm! Immer wenn ich da angehe. Sieht alles gar nicht nett aus, Leute. So, jetzt wieder. Ja, wird da hoch. Ah. Dann nicht. Gib ihm weh. Easy. Donnerschlangenmaterial. Na, jetzt komm ich nicht ran. Nee. Ach. Hat mich doch da. Was ist denn jetzt? Ist schon wieder kaputt. Gehen hier massiv die Tränke zur Neige. Mann, du hast ja, wie kannst du jetzt Animal Crossing spielen? Wenn wir hier so verzweifeln. Furchtbar. Ich schärf mal kurz. Ist das da? Nee, da bin ich. Da bin ich. Ich hab's doch vorhin geschafft, zu vergiften. Könnte doch wieder klappen. Hat dir nicht gefallen, hä? Fehlt auch. Ja, ja, okay. Das so? Was war das? Das? Drachenspiel, das ist das. Was ist der Drachenspiel? Nicht der Drachenspiel. Ach komm! Kann halt auch einfach nicht zielen. Die
einfach wenigstens ein bisschen Schaden. Okay. Er kann sich nicht bewegen. Geht auch. Hattet hier echt den Stress aus, würde ich sagen. Ach. Halt nicht wirklich ran. Ah! War ich doch gar nicht. Da war ich doch gar nicht. Gott, ja. Fuck. Ich glaube, jetzt trifft sie mich nicht mehr. Sonst. Nie so viel habe ich das Gefühl, außer die eine als Kanone. Das, ach komm! Die hat richtig reingehauen, aber mhm. Ist klar. So schnell wieder weg. Vale, hast du gerade auf mich geschossen. Und cool. Geht das noch lange so? Ich denke immer so, okay, wenn so viele Teile gebrochen werden, dann müsste das Monster doch langsam aufgeben, aber nein. Ah.
Jemand auf jemand anders jetzt. Den Essen bis gleich. Bis gleich, Andorsia. Guten Hunger wünsche ich. Ja. Kanone. Schnell. Oder etwas Süßes. Aber Funkensack, okay. Wenn ich dann auch so schöne Blitzringe machen könnte. Das fände ich gut. Kannst du mich heilen? Danke. Und rüber zur Vase. Ich würde auch gerne noch kurz. So. Na. Da doch. Scheiße. Scheiße. Komm drauf. Zu viele, zu viele. Oder kommen jetzt Stufe 2? Tschüss. Sehr schön. Ja. Aber also so einfach. So einfach fand ich jetzt nicht, muss ich sagen. Muss schon aufpassen. Tentakel. Haut los. Also Marsch, sofort. Wenn ich hier alles eingesammelt habe. Gibt hier sonst noch was? Ich glaube, das war's, oder? Schön. Was machst du da, Adrian? So, was am Arsch? Gut, bin ich dann jetzt Jagdranger? Bin jetzt kurz AFK, aber gleich wieder. Alles klar. Ich vermute mal, es kommt jetzt sowieso eine Zwischensequenz. Ich tanze, sieht man das nicht. Achso. Okay. Na, wenn du das sagst. Maoi. Imerana Doku. Minato. Naru Hatata Hime, Reach, Daha Lefis. Yuri, Devasube, Fira, Nodera Luce! Inoue, Minato, Vetira Gate. Fakim Norera. Eranio, Nira Shio Mezui, Famiru Raki.
immer nur Elfen.